Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem Webinar als Einführung über Couchbase. Freut mich, dass ihr den Weg hergefunden habt, sowohl für die meisten wahrscheinlich Feiertag ist und die Sonne scheint. Bevor wir wirklich anfangen, noch zwei, drei kleine administrative Informationen. Das erste ist, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist Audio und Mikrofon, also Mikrofon sind quasi stumm geschalten, aber bitte jederzeit, wenn ihr Fragen habt, einfach im Chatfenster die Fragen eingeben und ich werde mein Möglichstes tun, sie zu beantworten. Wir haben auch zwei Frage-Antwort-Möglichkeiten dazwischen, also wo wir auch quasi wirklich dann in Ruhe darauf eingehen können. Das zweite ist, das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, morgen werden wir einen Link mit, also mit den Informationen zu, wo ihr das Webinar downloaden könnt, plus den Folien versenden. Ja. Das heißt, ihr könnt in Ruhe aufpassen und ihr bekommt alle Informationen morgen separat zugeschickt. Das dritte ist und letzte, es wird eine kurze Umfrage zum Schluss geben. Wenn möglich, vielleicht könnt ihr euch ein, zwei Minuten Zeit nehmen und das ausfüllen. Es hilft uns immer sehr, uns weiter zu entwickeln und das Feedback ist immer sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Ja, dann würde ich sagen, starten wir los. Das Webinar heute ist Einführung in Couchbase Server 2.0. Das ist das erste Webinar in Deutsch, das wir veranstalten. Und ich nehme mal an, dass quasi das Vorwissen hier ist, unter Umständen schon mal von Couchbase gehört, hauptsächlich mit relationalen Datenbanken gearbeitet, möglicherweise schon mit anderen NoSQL-Datenbanken. Vielleicht kurz ein Wort über mich. Ich arbeite als Developer Advocate für Couchbase. Und ich bin hauptsächlich für unser Java SDK verantwortlich, mache aber auch sehr viele Konferenzen, Meetups. Möglicherweise habt ihr mich dort schon getroffen. Ja. Ich arbeite von Wien hier in Österreich, also für alle, die aus Deutschland zuhören, deswegen mein österreichischer Akzent. Was werden wir heute machen? Zuerst mal eine kurze Einführung in Couchbase Server, vor allem, was gibt es seit unserem 2.0 Release? Danach, wie kann ich mit meinem Cluster arbeiten? Wie funktioniert das? Wie gebe ich Knoten dazu? Wie nehme ich Knoten heraus? Der dritte Punkt ist Grundlagen in, wie arbeite ich mit meinem Couchbase Cluster? Was für Operationen kann ich ausführen? Und auch ein bisschen in, wie designe ich meine Dokumente oder wie muss ich mein Schema planen? Weil das doch unter Umständen, wenn man aus einer relationalen Welt kommt, doch etwas anders ist. Und der vierte Punkt, zum Abschluss noch eine kleine Einführung in Views. Das ist eine Möglichkeit, um sekundäre oder andere Indizes auf die Daten abzubilden. Das ist ein sehr komplexes Topic und auch gibt sehr viele Informationen, deswegen werde ich das nur anstreifen. Ja, mit dem würde ich sagen, starten wir los. Couchbase Server 2.0. Wir hatten unser großes Release, das 2.0 Release im Dezember. Hier seht ihr unser Mountain View Team an der Westküste. Ich bin leider nicht darauf, auf diesem Foto. Ja. Couchbase selber ist natürlich, also Couchbase als Firma, aber Couchbase Server ist ein Open Source Projekt und wir als Firma sind eigentlich sehr für Open Source. Ihr findet all unseren Code, sowohl Server als auch die Clients und die SDKs und diese ganzen Dinge auf GitHub. Also wir haben den ganzen Source Code online und der GitHub Couchbase findet ihr alle diese Informationen. Und unser ganzer Code ist quasi Apache 2.0 Public License lizenziert. Es ist so, dass der Server selbst kann entweder als Community oder als Enterprise Edition bezogen werden. Ich mag jetzt nicht näher darauf eingehen, wichtig nur für euch zu wissen, ist, die sind funktional genau gleich. Es gibt nur unterschiedliche Lizenzen. Und wenn man quasi Support erwerben möchte, nimmt man die Enterprise Edition, sonst die Community Edition. Aber wie gesagt, funktionell sind sie eben komplett gleich. Wir haben vier Prinzipien oder vier Säulen, auf denen wir unser Couchbase Server Produkt quasi aufstellen. Und wo wir wirklich versuchen und wo wir aus unserer Sicht sehr, sehr gut darin sind. Der erste Punkt ist die einfache Skalierbarkeit. Mit unserer Architektur und mit unserer Software sind wir in der Lage, den Cluster zu vergrößern, zu verkleinern, also quasi in der Größe zu verändern. Mit sehr, sehr wenigen Schritten für den Anwender und ohne Downtime. Das heißt, in der Regel sieht das so aus, zum Beispiel man hat einen Drei-Knoten-Cluster und man merkt, okay, die Last wird mehr und wird zu groß, man muss zwei weitere Knoten dazu tun. Was macht man in dem Punkt? Man fügt zwei weitere Knoten hinzu und auf einmal hat der Cluster fünf Knoten. Das Ganze kann passieren, ohne den Cluster
abzuschalten. Die Applikation bleibt zu 100% verfügbar. Da kommen wir auch schon gleich zum zweiten Punkt. Always on, also quasi immer verfügbar, das ganze Jahr über. Das spielt sehr mit dieser einfachen Skalierbarkeit Hand in Hand. Das bedeutet nämlich, dadurch, dass wir unseren Cluster vergrößern können, verkleinern können, bedeutet das, dass wir sogar Software, also Upgrades, wenn wir zum Beispiel von 1.8 auf 2.0 upgraden möchten, unsere Applikation, unseren Datenbankcluster also überhaupt nicht hinunterfahren müssen. Ja, das heißt, wir können 1.8 Knoten hinausnehmen und gleichzeitig 2.0 Knoten hineingeben. Unser Cluster verteilt die Daten automatisch und wir haben keine Downtime. Wir haben dieses Prinzip auch quasi in unseren Clients verinnerlicht. Wenn die verwendet werden, wird man sehr schnell merken, dass man quasi zwar beim Starten ein, zwei IP-Adressen angeben muss, dass sich der Client mit dem Cluster verbindet, aber dann passiert der Rest komplett autonom. Das heißt, wenn Knoten hinzugefügt werden in den Server-Cluster, müssen die Applikationen nie neu gestartet werden. Man kennt es vielleicht von Memcached, man muss da neue IP-Adressen hinzufügen. Das passiert alles automatisch. Die Clients lernen quasi Informationen von dem Cluster automatisch und wissen sofort, wo sie die neuen Dokumente hinschieben müssen. Der dritte Punkt ist konsistente Performance und High Performance. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr hart daran, dass wir wirklich, wirklich gute Performance, also sowohl Throughput als auch Latenzzeiten bieten. Ja. Das heißt, durch unsere Architektur schaffen wir mit normaler Hardware, mit normal kleinen Clustern, tausende von Operationen pro Sekunde sind überhaupt kein Problem. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass quasi wir durch unsere Architektur Antwortzeiten im Mikrosekundenbereich in der Regel gewährleisten können. Das heißt, wir reden hier von 300, 400 Mikrosekunden. Und was noch viel wichtiger ist, wir können das quasi konsistent liefern. Es gibt Benchmarks von zum Beispiel von anderen Firmen, ich glaube es war Cisco und Altura Systems, haben Benchmarks gemacht und man sieht dort eindeutig, dass auch also wenn quasi die Operationen pro Sekunde viel, viel mehr werden, wir immer noch diese Mikrosekunden Antwortzeiten gewährleisten können. Und wir werden nachher in den Folien sehen, wie wir quasi dorthin kommen und wie wir das gewährleisten können. Aber gerade dieses Konsistente ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil wenn man einen Cluster plant und man möchte natürlich auch, dass selbst wenn die Last steigt, dass natürlich die einzelnen Anfragen nicht auch in den Antwortzeiten steigen. Und der vierte Punkt ist flexibles Datenmodell, explizit JSON. Es ist so, dass wir im Prinzip auch vor dem 2.0 Release quasi als Cache gearbeitet haben. Und im Prinzip unsere Philosophie war immer, man kann alles speichern. Also im Prinzip speichern wir Binary. Ja, wir speichern Binärinformation. Das kann ein serialisiertes Java-Objekt sein, ein serialisiertes PHP-Objekt. Das ist eigentlich alles kein Problem. Seit dem 2.0 Release gibt es aber quasi noch mehr Mechanismen, wenn man JSON speichert. Wenn man nämlich JSON speichert, kommen wir jetzt gleich zu unserem neuen 2.0 Release. Wenn JSON gespeichert wird, erlaubt es uns nicht nur über den eindeutigen, nennen wir mal Primärschlüssel, weil jedes Dokument in unserer Datenbank hat quasi einen eindeutigen Schlüssel, mit dem es identifiziert werden kann. Das ist eine Möglichkeit, wie man darauf zugreifen kann. Seit 2.0 ist es aber so, dass quasi sekundäre Indizes auf diese JSON-Dokumente gebildet werden können. Ja, das heißt, man kann in diese Dokumente hineinschauen, so wie man es aus unter Umständen relationalen Datenbanken gewöhnt ist. Zum Beispiel, sagen wir haben im JSON-Dokument einen Blogpost und wir könnten dann mit diesen Views, wie wir es nennen, können wir quasi sagen, gib mir alle Blogposts von dem und dem Autor und der Autor ist eine Information in diesem JSON-Dokument. Wer wahrscheinlich aus der Webwelt kommt, wird JSON kennen. JSON ist ein sehr einfaches und sehr leichtgewichtiges Datenformat, dem die Daten quasi übertragen werden können. Und auch einfach lesbar ist. Ja. Wie machen wir das? Und zwar, wir verwenden einen Ansatz, der von Hadoop hauptsächlich populär oder bekannt geworden ist, nennt sich MapReduce. Wir werden nachher sehen, wie das in der Praxis funktioniert. In Couchbase Server ist es so, man schreibt diese MapReduce-Funktion in JavaScript. In der Regel sind das einfach sehr, sehr kleine JavaScript-Funktionen, die auf die Daten angewendet werden. Und aus denen wird dann der Index erzeugt und den können wir dann aus unseren SDKs queryen. Das ganz wichtig dabei zu erwähnen ist, das Ganze ist inkrementell. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Index quasi angefragt wird, wird er nicht nur erzeugt, sondern den gibt es bereits. Und nur
Wenn neue Dokumente hinzukommen, zum Beispiel, wenn neue Dokumente eingespielt werden, werden diese Unterschiede, die jetzt quasi neu in den Index hinzugefügt werden müssen, angepasst. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr performant zur Laufzeit und wir versuchen wirklich den Overhead gering zu halten. Das Ganze skaliert auch, wie wir nachher sehen werden, über den Cluster hinweg. Das heißt, wenn ich 5 Knoten hinzufüge, funktioniert dieser Map-Reduce-Ansatz über alle 5. Jeder Service quasi für 1/5 seiner Daten verantwortlich. Wenn ich einen 6. hinzufüge, dann 1/6 der Daten. Das heißt, diese View-Engine, die wir hier haben, skaliert genauso wie der ganz andere System, was sehr, sehr wichtig ist. Und der vierte Punkt, auch neu hinzugekommen seit dem 2.0-Release, nennt sich Cross-Data-Center-Replication. Damit wird quasi erlaubt, unterschiedliche Cluster, sagen wir haben einen 5-Knoten-Cluster in Österreich stehen und wir haben auch ein zweites Datencenter in Deutschland, dann erlaubt es uns quasi, die Daten dorthin zu replizieren. Das Ganze passiert asynchron und die Cluster müssen nicht mehr gleich groß sein. Also es gibt da sehr, sehr viele Szenarien. Ein mögliches Szenario, das immer wieder aufkommt, ist quasi Disaster Recovery. Das heißt, wenn irgendwo ein Schaden passiert, könnten wir, sagen wir, unser Hauptproduktionscluster steht in Wien und wir wollen in Deutschland einen zweiten Cluster stehen haben, dass wenn in Wien irgendwas Großes passiert, das Datencenter komplett steht, dass wir die Daten in Deutschland hochnehmen können. Also das wäre ein Szenario, das wäre quasi unidirektionale Replikation. Wir bieten aber auch bidirektionale Replikation der Daten an. Ja, also das ist ein eigenes Topic. Wir haben dazu auch ein eigenes Webinar auf der Webseite und der Webinar könnt ihr das Cross Data Center Replication Webinar euch ansehen. Ja, nach dieser kurzen Einführung ein kurzer Überblick über die Architektur von Couchbase Server. Prinzipiell ist es so, dass jeder Knoten in dem Cluster oder jeder Knoten ist genau gleich. Das heißt, in der Praxis sieht das so aus, ihr habt einen Linux-Server, einen Windows-Server installiert, dein Paket, startet das Ding. Und dann könnt ihr es quasi in den Cluster einfügen. Es ist nicht so, es gibt jetzt keinen speziellen Server, der installiert werden muss, der zum Beispiel für das Cluster-Management zuständig ist, sondern jeder ist komplett gleich. Das heißt, auch wenn ihr euch in das User-Interface einloggt, seht ihr auf jedem Server die gleichen Informationen, weil die Daten ausgetauscht werden. In dieser Blackbox, in dieser Datenbank, unterscheiden wir prinzipiell zwischen dem Datenmanager und dem Cluster-Manager. Ich finde es immer ganz, ganz interessant, wenn man quasi ein bisschen die erste Schicht abzieht und sieht, was passiert eigentlich darunter. Der Datenmanager-Layer ist im Prinzip komplett in C geschrieben und das ist der Teil, wo quasi die Daten durchfließen. Ja, das heißt, wir haben dort im Prinzip einen Cache-Layer, eine Cache-Schicht, die quasi die Daten im RAM speichert und die Persistenzschicht nach unten hin, also quasi um die Daten auf der Disk zu speichern in der Regel, das passiert komplett asynchron. Ja, das ist ein Grund, warum wir diese Performance quasi liefern können. Der zweite Teil ist der Cluster Manager und dieser Teil ist im Prinzip komplett dafür verantwortlich, mit den anderen Knoten zu kommunizieren. Ja, das heißt, wenn eben ein neuer Knoten hinzukommt, wenn ein Knoten entfernt wird, dann kümmert sich der Cluster Manager darum, quasi den Knoten einzubinden in das System und die Daten entsprechend zu verteilen. Wir haben, was das nennt sich, Replizierung der Daten, eine Replikation. Wir haben einen Vorgang, der nennt sich Rebalance, mit dem die Daten dann verteilt werden. Das passiert quasi im Cluster Manager Teil. Vielleicht auch ganz interessant zu verstehen ist, wir haben verschiedene Protokolle natürlich, die mit dem Server gesprochen werden. Das Wichtigste aus Applikationsperspektive ist einerseits das Memcache-Protokoll und das zweite ist am HTTP-Port 8091. 8091 ist wahrscheinlich der Port, mit dem ihr meistens in Berührung werden kommt, weil wenn ihr auf Port 8091 von einem der Server geht, kommt ihr aufs Web-Interface, aufs User-Interface, wo ihr quasi alles machen könnt. Wir bieten dort auch ein REST-API ein, wo quasi alle Informationen, die man über das User-Interface ausführen kann, kann man auch automatisieren und abfragen. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn man einen großen Cluster hat, könnte man das Provisionieren des Servers automatisieren und automatisieren über diese API. Das SDK selbst im Hintergrund, also der Client, wenn ihr ein Couchbase-Client-Objekt erzeugt, zum Beispiel in Java und dort eure Operationen ausführt, macht das alles automatisch. Ja, also diese ganzen Protokolle, die wir im Hintergrund verwenden, sind komplett transparent.
Ihr habt einfache Operationen, GZ zum Beispiel, wie wir nachher sehen werden. Und alles, was dahinter liegt, wird jetzt Memcache verwendet, wird HTTP verwendet für die Konfigurationsänderung. Das passiert alles im Hintergrund. Ja. Wie sieht jetzt so eine Operation aus? Schauen wir uns eine Schreiboperation an. In einem klassischen Szenario haben wir quasi einen Application Server, ja, zum Beispiel eine Applikation in einem Tomcat in Java, und wir haben dann ein Dokument, das wir schreiben wollen, zum Beispiel ein JSON-Dokument, einen Blogpost. Im ersten Schritt, und wir könnten hier zum Beispiel ein Set-Kommando verwenden, wie wir nachher sehen werden, im ersten Schritt landet das Dokument im Managed Cache, also quasi in einem Cache, im Prinzip im RAM, der von Couchbase Server gemanagt wird, verwaltet wird. Das heißt, sobald das Dokument im RAM landet und quasi unter der Kontrolle vom Couchbase Server ist, kriegt die Applikation die Kontrolle zurück. Und dadurch, dass das im RAM liegt, geht das sehr, sehr schnell. Es gibt auch Möglichkeiten, um von Client-Seite zu sagen, ich hätte gerne die Kontrolle zurück, wenn es auf Disk persistiert ist und so weiter. Aber standardmäßig kriegt man quasi als Applikationsprozess oder als Applikationsthread die Kontrolle zurück. Es hört auf zu blocken, sobald das Ding quasi im RAM liegt. Was dann passiert, ist dann transparent zur Applikation, nämlich wir haben asynchrone Queues, die auf der einen Seite die Daten auf der Disk persistieren, wegspeichern, damit das Ding quasi wirklich gespeichert wird auf der Platte. Und das Zweite ist, wir haben eine zweite Queue, die quasi verwendet wird, um die Dokumente, wenn Replikas definiert sind, das heißt, man kann bis zu drei Replikas für ein Dokument quasi definieren. Wenn das eingestellt ist, werden die Dokumente asynchron auf die anderen Server repliziert, weil sollte jetzt ein Knoten abgeschalten werden, kann die Replika-Kopie aktiviert werden und wird dann von dort ausgeliefert. Aber wichtig hier zu verstehen ist, das passiert alles asynchron. Der zweite Punkt, auch ein ganz klassisches Szenario ist, unsere Applikation möchte ein Dokument lesen. Wie funktioniert das? Es wird ein GET-Request abgesetzt, das ist ein GET-Kommando, wie wir nachher sehen werden, und das Dokument wird aus dem verwalteten Cache geladen. Ja. Das heißt, okay, nochmal zurück hier, wenn das Dokument im RAM liegt, bekommen wir es sofort zurück. Was passiert aber, wenn das Dokument nicht im RAM liegt, sondern nur auf der Disk, müssten wir ja potenziell immer die Disk nachfragen, wenn das Dokument gar nicht im RAM verfügbar ist, gibt es überhaupt. Das ist aber ein Problem mit unserer Philosophie, dass wir konsistente Performance liefern wollen. Das heißt, wir speichern für jedes Dokument, auch wenn es aus dem RAM entfernt worden ist, zum Beispiel, weil zu viele Daten da sind, dass das alle im RAM liegen könnten, eine kleine Metainformation wird immer im RAM abgespeichert, ein paar Bytes quasi pro Dokument. Und anhand dieser Metainformation können wir sehr, sehr schnell sehen, gibt es das Dokument überhaupt oder gibt es nicht. Wenn diese Metainformation nicht vorhanden ist, brauchen wir gar nicht an der Disk nachfragen, sondern wir wissen sofort, das Dokument gibt es einfach nicht. Ja. Also das ist wieder einer der Designentscheidungen, die wir quasi getroffen haben, um konsistente Performance zu erlauben. Heißt natürlich auch, wenn man den Cluster entsprechend plant für die Größe, muss man halt für die Dokumente diese paar Bytes dazu rechnen. Wenn man nur ein paar Dokumente hat, wird das kein Problem sein. Wenn man Millionen oder Milliarden von Dokumenten hat, muss man summieren sich diese Bytes auch auf. Aber das ist eben unser Ansatz. Wir sagen, wir wollen lieber konsistente Performance haben, dafür ein bisschen mehr RAM. Bis jetzt haben wir uns also prinzipielle Operationen angesehen, auf einen Knoten bezogen und auch Löschoperationen und Update-Operationen funktionieren ähnlich. Zoomen wir quasi ein bisschen hinaus. Und schauen wir uns mal den ganzen Cluster an, wie der funktioniert. Wir haben hier einen Drei-Knoten-Cluster und wir sehen, dass die Dokumente verteilt sind über dieses Server. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein Dokument liegt immer nur auf einem Server aktiv. Replikas können natürlich auf mehreren Servern liegen, wenn wir mehrere haben. Aber ein Dokument ist quasi immer aktiv auf einem Knoten, auf einem Server. Optional dazu können wir Replikas definieren. Und diese werden, wie wir vorher gesehen haben, asynchron über diese Replication Queue ausgeliefert auf die Server.
Nehmen wir jetzt zu unserem Drei-Knoten-Cluster jetzt noch zwei Applikationsserver hinzu, die mit unserem Server plaudern. Diese Applikationen verwenden unsere Couchbase-Client-SDKs, zum Beispiel das Java-SDK. Und wichtig zu verstehen ist, dass jedes SDK hier die Landkarte des Clusters, das heißt, welche Knoten gibt es darin, wie sind die IP-Adressen und so weiter, diese ganzen Informationen sind immer up to date im Client. Das heißt, wenn ein Knoten hinzukommt, kriegt er über eine Streaming-Connection, das ist HTTP-Chunk, kriegt er quasi die Informationen mit und lernt so interaktiv die neue Landkarte im Cluster. Ganz normale Operationen hier, quasi unsere Applikationen führen Lese- und Schreibzugriffe, Update-Zugriffe auf die Dokumente aus. Was passiert jetzt, wenn wir einen Knoten hinzufügen wollen? Wir haben unseren Drei-Knoten-Cluster und aufgrund von zum Beispiel erhöhter Last möchten wir zwei weitere Server hinzufügen. Wir fügen diese hinzu und wichtig zu verstehen hier ist, es passieren hier zwei unterschiedliche Dinge. Das Hinzufügen der Server, wie man hier sieht, verändert noch, also fügt sie zwar einen Cluster hinzu, die Dokumente liegen aber immer noch auf unseren anderen drei Servern. Und wir haben dann einen Vorgang, den nennen wir Rebalance. Und bei diesem Rebalance-Vorgang werden quasi die Dokumente wieder gleichmäßig verteilt über den ganzen Cluster. Ja. Das heißt, Hinzufügen der Knoten und eigentliches Datenverteilen ist separat. In der Praxis wird das natürlich Hand in Hand gehen. Also wenn man sich das jetzt aus der Praxis vorstellt, im Prinzip sind es zwei verschiedene Knöpfe. Wir haben zum Cluster hinzufügen mit der IP-Adresse sozusagen, dann sind sie im Cluster und dann gibt es einen Button Rebalance und dann werden die Daten verteilt. Aber es bietet mehr Flexibilität. Es kann zum Beispiel sein, man fügt die Server hinzu und zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht die Auslastung nicht so groß im Cluster ist, macht man den Rebalance-Vorgang. Weiß natürlich auch etwas, nicht viel. Also wir schauen quasi, dass dieses Rebalance im Hintergrund passiert, aber natürlich ein bisschen CPU wird immer dafür gebraucht. Was da jetzt wichtig zum Verstehen ist, ist, dass die Cluster Map, also quasi die Landkarte des Server in den Clients, automatisch abgedatet wird. Und sobald die Dokumente verschoben sind, können die Applikationen automatisch die Dokumente von diesen neuen Servern laden, ohne dass die Applikation neu gestartet werden muss. Ja. Ein weiterer Punkt, der auch quasi passieren kann oder den man natürlich betrachten muss, ist, wenn ein Knoten ein Problem hat. Ja. Sei es jetzt, dass die Bootsfrau über das Stromkabel fliegt und das Stromkabel zieht oder ein anderer Hardware-Defekt, was auch immer, oder ein Switch, der quasi den Port blockt oder wie auch immer. Gehen wir davon aus, dass unsere Applikationsserver gerade Dokumente von Server 3 anfragen, Lese-, Schreibzugriffe, wie auch immer. Und dieser Server fällt aus. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind die Dokumente nicht verfügbar von diesem Server. Server 1, 2, 4 und 5 sind komplett unbeeinträchtigt davon. Ja, das heißt, alle Dokumente von diesen anderen Servern können ohne Probleme quasi weiter gelesen, geschrieben werden und so weiter. Jetzt sind die Dokumente auf Server 3 nicht verfügbar. Wir haben aber natürlich unsere Replika-Copies, unsere Kopien der Dokumente auf den anderen Servern verteilt, wenn wir das definiert haben. Jetzt gibt es einen Prozess, den nennen wir eben Failover und Failover kann entweder automatisch oder manuell passieren. Also manuell wäre quasi über das User Interface oder über unsere REST API kann man quasi den Failover initiieren, dass der Server mehr oder weniger sofort aus dem Cluster entfernt wird und die Kopien, die Replikas sofort aktiviert werden. Wir bieten auch automatisches Failover an. Ja. Das heißt, man kann das konfigurieren, dass zum Beispiel nach 30 Sekunden, wenn ein Server nicht erreichbar ist, weil automatisch die Replikas quasi aktiviert und der Server wird herausgenommen. Sobald der Failover durchgeführt wurde, sind die Dokumente wieder verfügbar und Lese- und Schreibzugriffe sind sofort machbar. Das heißt, wir schauen quasi hier in diesem Punkt, dass die Daten immer konsistent sind, was quasi für uns sehr wichtig ist. Ja. Hier ein kurzer Screenshot, quasi wie unser User Interface aussieht. Also wir haben hier jeder Server kommt automatisch mit diesem Web-Interface, wo man nicht nur quasi Knoten hinzufügen kann, entfernen kann. Wir bieten auch sehr, sehr viele Statistiken an zu den Dokumenten, zu den Servern, wie geht es unseren Servern. Das ist ein großer Punkt, den man zum Beispiel in relationalen Datenbanken sehr, sehr selten findet, dass quasi
ein einfach zu bedienendes User-Interface gleich mit der Datenbank mitkommt. Und uns war sehr, sehr wichtig, auch durch das Feedback von unseren frühen Kunden, die einfach gesagt haben, okay, wir brauchen diese Informationen bei der Hand. Und alle diese Informationen gibt es quasi immer erreichbar über das User-Interface. Und wir können quasi einen Drill dann machen, hinein auf und oder hinausziehen auf Minuten, Stunden Aggregationsinformationen. Das heißt, wir können sehr, sehr gut sehen, wie geht es meinem System zum Beispiel über einen Monat hinweg, wo habe ich meine Spitze, wo habe ich meine Lasten. Und dadurch, dass ja unser System quasi sehr RAM-lastig ist und wir einfach riesig schnell sind, und sollte das einmal nicht der Fall sein, erlaubt es quasi diese ganzen Metriken sehr, sehr einfach herauszufinden, wo ist das Problem. Man sieht zum Beispiel, hier unten im Screenshot steht der Active Docs Resident, das heißt, wie viele Dokumente sind quasi im RAM geladen. Ja. Hier 100%, das heißt, alle meine Dokumente sind quasi im RAM. Alle meine Dokumente sind im RAM und können quasi von dort gelesen werden. Wenn hier zum Beispiel 80% steht, heißt das, dass 20% meiner Dokumente quasi nur auf der Disk liegen, weil meine Daten, die ich speichern möchte, halt größer sind, als was ich im RAM verfügbar habe. Das mag für manche Applikationen in Ordnung sein, für manche auch nicht. Ja, und je nachdem kann man das dann quasi tunen. Ja, wir haben auch Statistiken für zum Beispiel für die Disk-Write-Queue, also quasi die Queue, die sich auffüllt, wenn ich jetzt eine Schreiboperation gegen den RAM mache. Ich schreibe ein Dokument in den RAM, wird der asynchron auf die Disk persistiert. Aber natürlich, RAM ist viel schneller als Disk in den Regelfällen. Das heißt, die Daten, wenn ich sehr, sehr viele Schreiboperationen ausführe, stauen sich zwangsläufig an. Ja, das heißt, wenn ich sehe, dass diese Write-Queue sehr, sehr hoch ist, dann muss ich unter Umständen schnellere Disks reintun oder ich füge mehrere Knoten hinzu in den Cluster, weil dann natürlich die Server nur für kleinere Teilmengen der Daten verantwortlich sind und dann auch die Disks quasi weniger schreiben müssen, weniger Last quasi haben. Also sehr, sehr viele Informationen. Hier sehen wir zum Beispiel einen Screenshot mit noch mehr Metriken, die quasi verfügbar sind. Jetzt würde ich sagen, nach diesem kurzen Überblick, wie quasi Operationen oder wie das Cluster-Management generell funktioniert und eine Einführung in Couchbase Server, gibt es hierzu einmal Fragen, bevor wir dann quasi in Operationen und so weiter hineingehen. Vielleicht noch als Hinweis, die Mikrofone sind quasi stumm geschalten. Es gibt aber die Möglichkeit, jederzeit in dieser Chatbox rechts im Control Panel Fragen einzugeben. Ich würde mal sagen, ich warte mal ein, zwei Minuten, lasse das kurz setzen, eine Minute, und sollte es Frage geben, bitte in die Chatbox schreiben. Okay, wenn es keine Fragen gibt, würde ich sagen, machen wir weiter. Wir haben natürlich, bitte jederzeit, wenn es Fragen gibt, einfach ins Chatfenster schreiben oder dann zum Schluss haben wir nochmal die Möglichkeit, wirklich dezidiert auf Fragen einzugehen. Als nächstes Operationen und Dokumentdesign. Wie arbeite ich quasi jetzt aus Applikationsperspektive mit meinem Cluster? Wichtig zu verstehen im ersten Schritt ist, dass jedes Dokument hat einen eindeutigen Schlüssel. Aus relationalen Datenbanken kennt man quasi einen Primärschlüssel. In unserem Fall ist es aber so, dass jedes Dokument, wir sagen, in einem Bucket, und ein Bucket ist sowas wie eine Datenbank. Also wir haben quasi unser System, unseren Cluster, und in diesem Cluster haben wir Buckets. Das ist wie eine Datenbank. Also ein Cluster kann mehrere Buckets haben, und in diesem Bucket liegen Dokumente. Und diese Dokumente haben einen eindeutigen Schlüssel, der sie eindeutig identifiziert, diesen Bucket. Ja, der muss eindeutig sein. Das heißt, dieser Schlüssel, dieser Key, darf maximal 255 UTF-8-Zeichen lang sein und muss quasi pro Bucket eindeutig sein. Ja. Und dieser Schlüssel ist komplett unter der Kontrolle vom Applikationsentwickler. Das heißt, das kann jetzt sein, vielleicht eine E-Mail-Adresse oder irgendein Hash, der generiert worden ist oder vielleicht sogar irgendein Wert, der hochzählt, wie auch immer. Das ist eigentlich komplett
unter der Kontrolle des Applikationsentwicklers. Was wir machen, ist mehr oder weniger, wir hashen diesen Key, ja, und anhand von diesem Key wissen wir dann, auf welchen Server wir das Dokument schreiben müssen. Die Dokumente, die gespeichert werden können, quasi pro Key, das kann im Prinzip alles sein, wie schon vorher erwähnt, also es können serialisierte Objekte sein, aber natürlich, wenn es JSON ist, können wir die View Engine verwenden, ja, was sehr, sehr fein ist, weil dadurch kann quasi ein Bucket verwenden werden, gleichzeitig als Cache und als Dokumenten-Store. Das heißt, wir können JSON-Dokumente speichern, auf die wir zum Beispiel sekundäre Indizes bauen, und wir können aber auch ihn als Cache gleichzeitig verwenden, um zum Beispiel HTML in einem Dokument zu speichern, wäre eine Möglichkeit. Und diese Dokumente können maximal 20 Megabyte in Größe sein. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig oder als Limitierung, in der Praxis ist aber so, dass man muss ja natürlich auch dann dieses Dokument immer übers Netzwerk schaufeln. Ja, das heißt, 20 Megabyte in Mikrosekunden bei höherer Last übers Netzwerk zu schaufeln, da braucht man dann schon Gigabit, 10 Gigabit Ethernet. Das heißt, 20 Megabyte ist schon relativ groß, vor allem, weil ja die Daten hauptsächlich im RAM vorgehalten werden sollen, weil sonst ist das Ding einfach nicht schnell. Wir sehen in der Regel, dass die Dokumentengröße liegt wohl meistens bei 5K, 10K, 15K oder kleiner oder ein bisschen größer, aber viel größer als ein Megabyte ist dann doch meistens eher die Ausnahme, würde ich mal sagen. Wir haben vier sehr einfache Operationen, mit der quasi entweder Dokumente gelesen oder geschrieben werden können. Hier sind sehr einfache Varianten davon dargestellt, also wenn ihr quasi das SDK verwendet, werdet ihr eine Vielzahl von anderen Set-Methoden zum Beispiel finden, mit ganz anderen Parametern, um quasi Flexibilität zu bieten. Aber im Prinzip funktionieren sie nach dem gleichen Prinzip. Wir haben die Get-Methode, und da geben wir eben unseren Schlüssel, unseren eindeutigen, und wir kriegen das Dokument. Ja, sehr, sehr einfach. Wenn wir jetzt ein Dokument schreiben möchten, gibt es einmal drei Hauptoperationen, die nennen sich Set, Add und Replace. Und diese Operationen sind von der Syntax her quasi genau gleich. Sie haben nur unterschiedliche Semantiken. Ja. Bei der Set, die Set-Operation funktioniert, wäre es quasi als relationale Daten, man kennt es wie eine Absert-Operation. Ja. Die sage im Prinzip, okay, ich habe meinen Schlüssel, ich habe mein Dokument, schreib's. Wenn noch kein Dokument mit dem Schlüssel vorhanden war, schreib's und ersetze das Dokument, wenn schon eins dort war. Ja. Add, wenn ihr Add verwendet, wird das Dokument geschrieben, wenn noch keines vorhanden war. Es gibt aber einen Fehler, wenn schon ein Dokument vorhanden war, also quasi klassisch Insert in einer relationalen Datenbank. Ja. Und Replace wäre quasi dann das Update in einer relationalen Datenbank. Wir sagen, okay, wir ersetzen das Dokument, wenn es schon eines gegeben hat, aber es gibt einen Fehler, wenn es noch keins gegeben hat. Ja. Also diese drei Semantiken könnt ihr verwenden, sind aber von der Syntax her in den SDKs im Prinzip genau gleich. Es gibt dann noch eine Vielzahl von anderen Operationen, die quasi möglich sind. Ja, natürlich die Operationen um die Views, die wir nachher kurz sehen werden, anzufragen. Wir bieten Counters an, also zum Beispiel erhöhen und inkrementieren und dekrementieren von Werten, Zahlenwerten, ja, zum Beispiel inkrementieren von 1, dann kriegt man 2 zurück. Und das Wichtige ist, dass die atomar sind. Das heißt, selbst wenn zwei Clients gleichzeitig diese Inkrementfunktion aufrufen, kriegen beide nie denselben Wert zurück. Ja, das kann man sehr, sehr gut verwenden, um zum Beispiel, wer es auch aus relationalen Daten kennt, Auto-Increment oder Sequences quasi zu erzeugen. Ja, also man hat quasi 1, 2, 3, 4, das zählt hoch das Dokument, und das kann ich dann sehr, sehr schön verwenden, auch für Statistiken, Aggregationen und solche Informationen. Zusätzlich dazu haben wir noch Append und Prepend. Mit Append können quasi Informationen an andere Dokumente angehängt werden, ohne dass das Dokument zuerst geladen werden muss. Ja. Wichtig dabei ist, das funktioniert nicht für JSON, weil natürlich, wenn man an JSON denkt, das hat quasi eine geschwungene Klammer am Schluss, und wenn man dort etwas anhängt, dann wird das JSON kaputt. Ja. Das kann aber sehr, sehr gut verwendet werden, wenn wir zum Beispiel Strings speichern, Zahlen, diese ganzen Informationen kann man sehr gut dafür verwenden. Ja. Denkt man zum Beispiel an ein Dokument, das quasi die Statistiken oder die Benutzerstatistiken von einer Webseite auf. Immer wenn diese Seite geklickt wird, wird quasi ein Counter oder sowas gezählt. Ja? Und wir könnten dann als Wert von diesem Dokument immer die User-ID und damit Beistrich. Ja? Und dann einfach mit Append quasi immer, wenn jemand das klickt, einfach diese User-ID mit Beistrich anhängen. Und
Eine Reporting-Funktion könnte einfach das Dokument laden und dann diese Informationen auslesen. Das Wichtige dabei ist, dass quasi sehr, sehr effizient ist übers Protokoll, weil natürlich das ganze Dokument nicht geladen werden muss, sondern das einfach nur serverseitig angehängt wird. Ja. Wir haben dann eine weitere Operation, die nennt sich Compare and Set, ja, oder CASE, wie man es dann meistens findet, und das ist im Prinzip eine Operation, um wir kennen quasi Transaktionen aus relationalen Datenbanken, und das ist Pessimistic Locking. Ja. Das heißt, ich muss quasi meine Transaktionen über die Datenbank oder meine Spalten, meine Zeilen locken. Ja. Ich muss sie quasi unbenutzbar machen für andere Informationen, während ich quasi diese Transaktion ausführe. Compare and Set ist Locking, das aber sehr, sehr gute Charakteristiken hat für in verteilten Systemen. Ja. Das heißt, wie funktioniert das? Jedes Dokument hat im Prinzip einen eindeutigen Hash oder sagen Hash oder einen eindeutigen Wert, der sich immer verändert, wenn sich das Dokument verändert. Und diesen Wert können wir aus Applikationsseite laden. Das heißt, wir laden das Dokument mit diesem Wert, verändern unser Dokument und schreiben es zurück mit diesem Wert. Und der Server muss nichts anderes machen, als sagen, ja, ich speichere es, wenn der Wert immer noch gleich ist, auch auf Serverseite. Oder nein, das Dokument hat sich bereits verändert, wenn sich dieser Wert verändert hat. Und dann könnte das Spiel auf Applikationsseite von anfangen, ich lade das Dokument wieder, verändere es wieder und schreibe es weg. Ja. Es ist ein sehr, sehr einfacher Algorithmus, um quasi in verteilten Systemen hohe Performance zu gewährleisten, ohne Dokumente wirklich locken zu müssen. Ja. Wird übrigens auch in CPUs verwendet. Dann gibt es noch andere Kommandos wie get with log. Wir haben auch Logs quasi, also wir haben Leselogs, Entschuldige, Schreiblogs auf Dokumente. Lesen kann man sie immer noch, aber man kann es nicht schreiben. Wir empfehlen aber in der Regel quasi CASE zu verwenden, weil das viel bessere Performance-Charakteristiken bietet. Wir haben Bulk Operations, das heißt Operationen, die quasi mehrere Operationen in einem Schuss ausführen. Ja, wir können sagen, get mit 5 Schlüsseln, das heißt, wir kriegen quasi alle 5 Schlüssel auf einmal und sparen uns dadurch den Overhead, der quasi am Netzwerk passiert, weil natürlich TCP verwendet wird. Ich mache ein GET, dann mache ich noch ein GET, dann mache ich noch ein GET, habe ich Netzwerk-Overhead, unnötige Netzwerk-Traffic, und den kann ich mit diesen Bulk-Operationen quasi minimieren. Und dann haben wir auch noch Statistikoperationen, die quasi dann Statistiken über den Cluster abrufen können. Ja, und seit 2.0, wenn JSON gespeichert wird als Dokument, das kann natürlich je nach Sprache unterschiedlich sein, kann die neue View Engine verwendet werden. Die neue View-Funktionalität, die seit 2.0 enthalten ist, das heißt, sekundäre Indizes zum Beispiel auf unsere JSON-Dokumente bauen. JSON, wer es nicht kennt, JSON ist ein sehr leichtgewichtiges Format, um Dokumente zu repräsentieren. Ja. So ähnlich, also es ist Klartext und es ist eine Teilmenge von JavaScript. Ja. Das heißt, gerade wer mit JavaScript arbeitet, wird sehr, sehr einfach mit JSON arbeiten können. Das ist auch der Grund, warum wir quasi die View Engine, warum diese Views, diese MapReduce-Funktionen, die wir nachher sehen, werden in JavaScript geschrieben werden. Ja. Das ist sehr, sehr einfach, damit zu arbeiten. Und mit diesen Views erlaubt es uns quasi Abfragen zu machen, wie gehen wir alle Benutzerdokumente sortiert nach Nachname. Also wir können sortieren dort machen, wir können klassische Where-Clauses einbauen, diese ganzen Informationen, die man kennt, oder diese Abfragemechanismen können wir in abgewandelter Form auch in den Views verwenden. Das Wichtige ist, diese ganze View-Engine skaliert auf unseren ganzen Cluster, skaliert genauso linear wie alle anderen Operationen. Ein wichtiger Punkt, den man quasi bedenken muss oder der vielen Leuten sehr schwer fällt, auch mir, wie ich quasi in diesen ganzen NoSQL-Bereich gewechselt bin, ist, dass es oft, man kommt quasi mit diesem Gedanken von, wie modelliere ich meine Daten in der relationalen Welt. Und das ist gerade mit Couchbase sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also wir haben zum Beispiel keine Joins, aber dadurch, dass diese Get- und Set-Operationen so, so schnell sind und so, so effizient im Mikrosekundenbereich, ist es kein Problem, die Datenbank öfters einmal quasi anzufragen. Ja. Also ein ganz, ganz klassisches Szenario ist, ich lade ein Dokument und in diesem Dokument habe ich Schlüssel von anderen Dokumenten. Ja. Ich lade das Dokument und dann mache ich eine Bulk-Operation, gib mir noch diese anderen Dokumente auch mit. Ja. Und das ist immer noch schneller als mit einer relationalen Datenbank. Ja. Das ist quasi ein Punkt,
den man einfach im Hinterkopf behalten sollte, dass es kein Problem ist, und das erlaubt einem dann auch, die Daten flexibel zu modellieren. Ganz kurz, wie speichern wir, oder wie schaut die Dokumentenstruktur mit JSON aus? Hier haben wir quasi unten im blauen Bereich ein Dokument, hier ist ein JSON-Dokument und meinen Namen. Und dieses Dokument liegt entweder im RAM und auf der Disk oder nur auf der Disk, ja, auf der Festplatte. Je nachdem, wie viel Platz im RAM ist, natürlich, wenn ich zu viele Informationen schreiben möchte, zu viele Dokumente und die passen nicht alle in den RAM, muss Couchbase anfangen, gewisse Dokumente, eben die zuletzt, also die am wenigsten verwendet worden sind, quasi herauszunehmen. Sie liegen aber immer noch auf der Disk, und wenn ich ein GET mache, dann wird es natürlich entsprechend nachgeladen. Zusätzlich dazu, die Information, die immer im RAM liegt, ist die Metainformation. Das ist ein bisschen irreführend in diesem Bild hier, weil hier sieht man ein JSON als Metadokument. In Wirklichkeit sind das sehr, sehr effiziente C-Strukturen am Server. Das ist eigentlich relativ klein. Es ist aber so, dass aus der View-Engine kann man diese Metainformationen auch abgreifen. Man kann mit diesen arbeiten. Ja. Wichtig hier ist zum Beispiel Meta.id in dem Fall. Also quasi, das ist sozusagen der Primärschlüssel. An den komme ich über das Meta-Objekt dran. Ja. Views und Indizes. Views seit 2.0 Release kann man für sehr, sehr viele Szenarien einsetzen, wenn JSON gespeichert wird. Ja, sie können verwendet werden, um einfache sekundäre Indizes zu erzeugen, also ganz klassisch ein Feld, das in diesem JSON-Dokument ist, anhand diesem die Abfrage zu starten. Es können aber auch viel, viel komplexere Indizes erzeugt werden. Ja, sogar quasi, ich kann nicht nur in meinem Index skalare Werte, auf die ich queryen kann, sondern ich kann auch Arrays angeben. Das heißt zum Beispiel, ich kann Abfragen starten auf ein Array, und in diesem Array habe ich ein Jahr, einen Monat, einen Tag, Stunde, Minute und so weiter, und ich kann dann quasi dynamisch mit sogenannten Group Queries, das ist ein bisschen anders als SQL Grouping, kann ich in dieses Array dann quasi hineinschauen und kann sehr, sehr einfach und sehr, sehr performant Aggregationsabfragen machen. Ja. Das führt zu weit für diese Einführung. Ich möchte es nur kurz erwähnen, dass das quasi ein sehr, sehr flexibler Mechanismus ist, wenn man über den Tellerrand hinaus schaut aus einer relationalen SQL-Abfragewelt. Ja. Das Ganze funktioniert mit MapReduce, und MapReduce ist im Prinzip nur ein Konzept. In unserem Fall ist es so, dass quasi diese Map-Funktion in JavaScript geschrieben ist, und die erzeugt sozusagen einen B-Tree, sozusagen eine Datenstruktur auf den Servern, die fix dort liegt. Und zur Laufzeit, wenn ich diese Abfrage starte, muss dieser Index nicht erzeugt werden, sondern ich kann meine Daten direkt von dort abholen. Ja. Und Reduce-Funktionen sind im Prinzip sind optional, also man kann auch nur eine Map-Funktion schreiben. Reduce-Funktionen, und wir haben fertig eingebaute, die erlauben es quasi Aggregationen durchzuführen, ja, zum Beispiel das Zählen von den Werten. Ja. Also ich habe in meinem Index alle Blogposts von dem Benutzer, und ich kann dann quasi serverseitig sagen, bitte zählen wir diese Dokumente auch mit, ja, und ich kann das an- und ausschalten. Das heißt, ich muss dieses Zählen der Dokumente nicht kleinzeitig machen, sondern ich kann das sehr, sehr effizient serverseitig machen lassen. Unsere Indexing Engine, weil wir müssen ja diese Indizes irgendwie erzeugen, basiert auf Google V8, die auch in Google Chrome verwendet wird. Das ist einer der schnellsten JavaScript-Engines im Moment. Ja. Wie sieht so eine View aus? Hier ist ein kurzes Beispiel. Also wir haben quasi eine JavaScript-Funktion. Eine JavaScript-Funktion mit Doc und Meta als Argumente, die hineingegeben werden. Ja, das heißt, Doc in dem Fall ist quasi mein JSON-Dokument. Und das hat Felder. Ja, und diese Felder kann ich direkt abfragen. Ja. Das zweite, was übergeben wird, ist diese Metainformation, die wir vorher gesehen haben. Die in dem Fall brauchen wir sie ja gar nicht. Ja. Und was mit diesem Index passiert hier, ist, dass ich sage, ich habe meine Dokumente, hier sind in dem Fall Biere und Brauereien. Ja. Das ist unser, wenn ihr die Daten, wenn ihr den Server installiert, werdet ihr gefragt, ob ihr Sample-Informationen laden möchtest. Wir haben eine Bier-Sample-Datenbank, die quasi Biere und Brauereien enthält, wo man sehr, sehr einfach mit Views herumspielen kann und mit dem Ding bekannt wird oder sich bekannt macht, herumspielen kann. In unserem Fall wollen wir alle Biere nach Namen queryen von unserem Client. Das heißt, wir erzeugen eine View und sagen, wenn Type, und Type ist einfach ein Feld in unserem Dokument, ja, wenn dieses Feld, Type-Feld Bier enthält, dann schreiben wir was in unseren Index. Und dieses Type-Feld ist deswegen eine gute Idee,
weil wir in unserem Bucket, in unserer Datenbank, wir haben keine Form von Tabellen. Ja? Wir haben quasi alle Dokumente in diesem Bucket. Und wenn ihr nach dem Primärschlüssel abfragt, ist das eigentlich, braucht man keine Separierung in Art-Tabellen. Aber wenn ich mit Views arbeite, macht es doch sehr, sehr viel Sinn, dieses Feld hinzuzufügen, das quasi sagt, okay, dieses JSON-Dokument ist zum Beispiel ein Bier, repräsentiert ein Bier oder repräsentiert eine Brauerei. Weil ich dann, wenn ich meine View schreibe, sage ich einfach if doc.type ist Bier, dann mache ich irgendwas. Und wenn es kein Bier ist, zum Beispiel weil es eine Brauerei ist, dann brauche ich gar nicht weiter nachdenken. Ja? Weil natürlich ist es so, dass diese JSON-Dokumente müssen nicht alle gleich ausschauen. Das heißt, jedes JSON-Dokument kann anders ausschauen. Und dementsprechend muss ich natürlich in meinen Views darauf Rücksicht nehmen, dass unter Umständen das Dokument vielleicht gar kein Type-Feld hat. Ja, das kann natürlich auch sein, je nachdem, wie mein Datenmodell aussieht. Und in dem Fall, wenn das jetzt quasi ein Bier ist, dann sage ich emit, und emit ist nichts anderes als die Funktion, die sagt, bitte jetzt schreibt es in den Index. Und dann gibt es ein weiteres Feld auf meinem JSON-Dokument, das heißt Name. Ja, dann sage ich, gib doc.name, also den Namen des Bieres, schreibt es in den Index. Value braucht man in dem Fall nicht. Ja. Value ist, kann man für andere Dinge verwenden, für Aggregationen, in dem Fall ist es das Einfachste. Und wie man dann unten sieht, wie schaut es dann aus? Ich habe dann quasi meine ganzen Biere, oder ich habe den Namen des Biers im Index. Ja. Implizit werden auch immer die Dokumenten-IDs mitgegeben. Wie man darunter in blau sieht, quasi das ist die ID des Dokuments. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil das erlaubt unseren SDKs, die ganzen Dokumente dynamisch nachzuladen. Ich kann dann quasi aus meinem SDK heraus sagen, okay, quibble bitte diese View und gib mir alle Biere, die mit B oder mit C anfangen. Ich brauche aber die ganzen Dokumente, weil hier habe ich ja nur den Namen. Und durch diese ID, die automatisch mitgegeben wird, kann im Hintergrund das SDK hergehen und sagen, okay, das ist die ID und ich mache eine GET-Operation und lade das komplette Dokument nach. Und diese GET-Set-Operationen sind viel, viel effizienter, weil es das Memcached-Protokoll ist und die Views verwenden HTTP. Das heißt, wir kriegen das Beste aus beiden Welten. Ja? Wir können quasi wir halten den Index klein. Das ist nicht viel Arbeit, diesen Index auf dem neuesten Stand zu halten. Aber wenn wir das ganze Dokument brauchen, laden wir es quasi, weil wir es ja sowieso haben, über GET hinten nach. Und das muss nicht eure Applikation übernehmen, das macht das SDK. Es ist einfach ein Query-Parameter, den man vom SDK mitgibt und sagt, okay, bitte hol mal alle Dokumente auch mit. Jetzt noch ein paar Informationen, um quasi, wie kann ich mit Couchbase arbeiten. Man kennt klassisch aus relationalen Datenbanken, ich habe hier eine Rechnung und die hat zum Beispiel, ich nenne es Line Items, also quasi Informationen in dieser Rechnung. Wir haben Zahlungsinformationen, wir haben einen Kunden, wir haben Dinge, die wir gekauft haben. Und in einer relationalen Datenbank muss ich das quasi aufdröseln in diverse Normalformen, um die Daten abzuspeichern. Jetzt erlaubt es aber quasi zum Beispiel das JSON-Datenformat, Informationen auch als Aggregate zu speichern. Das heißt, ich muss das nicht in relationale Daten aufteilen, sondern was ich machen kann, ist, ich kann es quasi, wie man hier sieht, komplett als Aggregat wegspeichern. Ja, das heißt, ich kann in meinem JSON-Dokument kann ich Arrays und ich kann Objekte in andere Objekte schreiben. Ja, das heißt, ich kann quasi sehr, sehr natürlich ein Dokument auf dieses JSON-Dokument abbilden, 1:1. Ja, ich muss nicht, ich kann es natürlich in in verschiedene Dokumente aufdröseln, wenn ich das möchte, ich muss aber nicht. Ja. Und das erlaubt mir unter Umständen, die Daten so zu modellieren, wie ich sie brauche und auch in Varianten zu modellieren, um es zum Beispiel auf Performance zu optimieren oder für gewisse Anwendungsszenarien zu optimieren, die ich in meinen Applikationen habe. Der große Unterschied eben, wenn ich anfange, meine Daten zu modellieren, zum dokumentorientierten Modell, zum relationalen Modell, ist quasi, dass ich, wenn man es zum Beispiel vorstellt, hier in einem relationalen Modell, habe ich zwei Tabellen, die quasi mit einem Fremdschlüssel verbunden sind, und ich mache dann einen Join-Query und kriege dann meine Daten heraus. Das geht mit Couchbase nicht, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, die Informationen aus beiden Tabellen in Wirklichkeit als Aggregat oder quasi als in einem Dokument zu speichern. Über die Schlüssel habe ich schon kurz gesprochen. Wir haben quasi, unsere Schlüssel müssen eindeutig sein. Und sie fallen generell in, würde ich mal sagen, drei, vier Kategorien. Ja. Entweder sind sie lesbar für quasi für Nicht-Maschinen, ja, für Menschen lesbar.
In der Regel wären das zum Beispiel, könnten das E-Mail-Adressen sein oder Sozialversicherungsnummern. Ja. Und das ist auch, sehr oft werden diese Schlüssel quasi versehen mit User, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann die E-Mail-Adresse, also quasi Namespacing. Ja. Ganz klassisch E-Mail-Adressen, Sozialversicherungsnummern, Telefonnummern, Benutzernamen, solche Dinge, die quasi oft in Systemen, je nach System oder je nach Applikation, etwas eindeutig definieren, sind ein sehr, sehr guter Kandidat für Schlüssel. Prinzipiell haben wir SDKs, die quasi offiziell supported werden, darunter Java.NET, Ruby, Node.js, C, Python und PHP. PHP, Python, Node.js und Ruby basieren alle auf dem C-Client. Ja. Java und .NET sind als eigenständig sozusagen. Also für alle PHP, Python, Node.js und Ruby liegt Couchbase, das ist unsere C-Library, installiert werden. Alle Informationen dazu findet ihr auf couchbase.com/develop. Dort gibt es auch Tutorials, Getting Started, Informationen, diese ganzen Sachen. Wir haben natürlich auch Community Libraries, zum Beispiel für Go. Wir haben Wrapper oder Wrapper für andere, zum Beispiel Clojure. Wir haben auch und diese ganzen Informationen finden Sie auch auf der Webseite. Zusätzlich dazu haben wir quasi Libraries oder SDKs, die aus der Community kommen, im Sinne von, zum Beispiel habe ich letztens gesehen, jemand hat ein SDK für die Dart-Sprache entwickelt. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele andere Libraries auch draus. Noch ein paar Informationen jetzt zu Views, bevor wir zum Ende kommen. Wir haben schon kurz über die Views gesprochen, aber ich möchte noch kurz explizit darauf eingehen, wie quasi dieser Indexing-Mechanismus funktioniert. Ja. Wir haben quasi unseren Applikationsserver und wir schreiben ein Dokument. Ja. Und was wichtig ist, ist, dass das Dokument erst in den Index, sozusagen in diese View Engine hineinwandert, sobald das Dokument auf der Festplatte gespeichert wird. Also der Indexer im Moment im 2.0 Release holt sich diese Informationen von der Festplatte. Und wir haben ja gesehen, dass das quasi asynchron über diese Disk-Queue passiert. Ja, das heißt, es kann sein, wenn ich ein Dokument schreibe und gleich den Index abfrage, ne, dass das Dokument nicht im Index vorhanden ist. Wir haben Mechanismen, mit denen man das quasi zur Laufzeit manipulieren kann oder feststellen kann, aber in der Regel funktioniert das einfach so. Ja. Wie organisieren wir jetzt so eine View? Ja, also wir haben im Prinzip unser Bucket, unsere Datenbank, und in dieser Datenbank haben wir Design-Dokumente. Und ein Design-Dokument ist nichts anderes als eine Gruppierung von mehreren Views. Ja. Und das hat den Sinn, dass ein Indexer im Hintergrund sozusagen immer die Views aus einem Design-Dokument updatet. Ja. Es ist nichts anderes als eine Gruppierung. Und diese Gruppierung wird hauptsächlich verwendet, quasi die Views sollten nach Szenario gruppiert werden. Ja, wenn ich zum Beispiel drei, vier Views habe, die alle sagen, gib mir diesen Blogpost nach Namen, nach gewissen anderen Parametern, dann macht es Sinn, diese zu gruppieren. Ja. Weil wenn ein View abgedatet wird, ist die Chance sehr, sehr groß, dass die anderen auch abgedatet werden müssen. Ja. Das ist quasi der ganze Hintergrund oder diese, abgesehen davon, dass diese Design-Dokumente dann ja auch verwendet werden können, um sie quasi zu organisieren. Ja, wenn ich sehr, sehr viele Views habe, ist das unorganisiert und mit diesen Design-Dokumenten kann ich sie quasi gruppieren und sie einfach handeln. Noch ganz kurz, wie schaut jetzt so eine View aus? Wir haben es vorher schon gesehen, wir haben quasi in JavaScript, wir haben eine Map-Funktion, die bekommt Doc und Meter mit und wir können dann mit dem Meter quasi einen Schlüssel und einen Wert angeben und dieser Schlüssel über diesen Schlüssel, also in dem Fall hier den Benutzernamen, ja, kann ich meine Queries machen. Den Value hinten nach, hier zum Beispiel die E-Mail-Adresse, ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber in manchen Fällen sinnvoll sein. Also wir haben hier auch Webinars und Informationen zu dieser View Engine, das ist sehr, sehr komplex im ersten Schritt, bis man es mal quasi weiß, wie das funktioniert. Und dann ist das ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Ja. Wir können hier in dem Fall zum Beispiel nur die E-Mail-Adresse mieten oder den Namen des Biers, wie wir vorher gesehen haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, es gibt aber auch die Möglichkeit,
quasi sogenannte Compound Keys zu erzeugen. Ja, das heißt, ich kann in meine Mietfunktion, weil das reines JavaScript ist, ein Array von Informationen mitgeben. Ja. Hier zum Beispiel, ich habe ein Unix-Timestamp und ich zerlege sozusagen mit DateToArray in ein Array, wo ich dann in meinem Array habe ich dann Jahr, Monat, Tag, Stunde und so weiter und kann dann zur Laufzeit auf dieses Array abfragen. Ja, ich kann quasi in das Array hineinwandern und kann sozusagen sehr, sehr einfach und sehr, sehr performant, weil diese Information in meinem Index bereits gespeichert ist, Abfragen machen. Ja. So sieht es dann zum Beispiel aus. Ich habe hier quasi ein Array und habe dann einen Value. Ja. Und hier der Value ist 1. Und warum ist der 1? Es ist so, dass diese Reduce-Funktionen, die optional sind, nehmen dann diesen Value und aggregieren. Ja, wenn ich habe zum Beispiel hier Blogposts oder Twitter-Tweets oder was auch immer zu gewissen Uhrzeiten und ich kann dann aggregieren und ich kann sagen, gib mir alle Tweets von 2012 und dann werden quasi alle diese Werte aggregiert und dann kriege ich den Wert zurück. Und dadurch, dass es bereits in unserem Index gespeichert wird, ist das sehr, sehr effizient. Hier sieht man noch ein bisschen eine komplexere Funktion und hier unten sieht man die Reduce-Funktion. Wie man sieht, es gibt fertig eingebaute Reduce-Funktionen, Count, Sum und Stats. Das heißt, in 99% der Fälle braucht man gar keine eigene Reduce-Funktion schreiben, sondern man nimmt einfach die fertigen und man kann diese dann zur Laufzeit, wenn man den Query Absence vom SDK ein- und ausschalten. Ja, das heißt, ich kann eine Reduce-Funktion definieren und kann dann sagen, jetzt möchte ich sie haben, jetzt möchte ich sie nicht haben. So schauen dann die Daten quasi aus. Ja. Hier auch mit Value auf der rechten Seite, den wir dann quasi auch verwenden können. Zum Beispiel, wir haben Biere und die Values hier sind unter Umständen die Prozent Alkohol der Biere und ich kann dann Aggregationsfunktionen auf Basis dieser Prozent Biere sagen. Zum Beispiel, gib mir alle Brauereien, wo im Durchschnitt die Biere über 5% liegen und solche Dinge. Ja, damit sind wir, glaube ich, sehr gut in der Zeit. Ich bedanke mich einmal prinzipiell für die Aufmerksamkeit. Freut mich, dass ihr den Weg hier gefunden habt, an wahrscheinlich auch einem Feiertag, zumindest in Österreich, in Deutschland wahrscheinlich auch. Und ja, ich denke, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Bitte die Fragen ins Chatfenster schreiben. Ja, ich beantworte gerne noch Fragen, wenn es die gibt. Ah, okay. Ich sehe da schon ein paar Fragen hereinkommen. Eine Frage von, okay, eine Frage ist, gibt es einen Single Point of Failure? Es ist so, dass quasi die Dokumente oder die Daten werden quasi über den Cluster hinweg verteilt. Ja? Das heißt, ein Dokument liegt auf einem Server. Und wenn dieser Server ausfällt, wird quasi die Replika aktiviert. Ja. Es ist aber so, dass wenn ein Server ausfällt, steht nicht das ganze System, ja, sondern immer nur der Teil mit den Daten, wo diese Daten drauf liegen. Dieser Teil wird quasi, ist dann so lang, bis der Failover passiert, nicht verfügbar. Das ist aber quasi nicht vermeidbar. Es gibt aber jetzt keinen Single Point of Failure in dem Sinn, wo man sagt, man hat zum Beispiel irgendeinen Proxy und wenn der Proxy stirbt, dann ist die ganze Datenbank nicht erreichbar. Ja. Die SDK selbst stehen quasi immer in Kontakt mit all den Servern. Ja, das heißt, selbst wenn ein Server ausfällt, sind die anderen Daten komplett unbeeinträchtigt und können genauso gut verwendet und auch geschrieben werden. Ja. Dann eine zweite Frage ist, werden Geospatial-Funktionen unterstützt? Es ist so, wir haben im 2.0 Release experimentellen Support für Geospatial. Ja? Das heißt, wenn du quasi in die View Engine hineinsiehst, gibt es dort, man kann nicht nur normale Views erzeugen, sondern man kann auch Geospatial Views erzeugen. Es ist so, es funktioniert, im Moment ist es experimental. Mit einem der nächsten Releases wird das Ganze noch weiter ausgebaut. Das heißt, es gibt Support, es ist aber im Moment experimental und es wird in den nächsten Releases auch immer weiter ausgebaut werden.
Dann noch eine weitere Frage. Okay, ein bisschen eine längere Frage. Die Frage ist, kann man in Couchbase Lookup-Tabellen erstellen wie in relationaler Datenbank? Kann man ein Land in einem JSON-Objekt als Key referenzieren und das selbst als eigenes Objekt speichern? Es ist so, dass also diese quasi, wie ich meine Daten modelliere, das heißt, nehme ich jetzt mein Dokument und schreibe alles in das Dokument oder drösel ich es auf in mehrere Dokumente, ist ja wohl möglich. Das muss aber quasi aus der Applikation heraus passieren. Ja? Das heißt, meine Applikation kennt diese Abhängigkeiten. Wir haben quasi keine Fremdschlüssel in dem Sinn. Ja? Das heißt, ich lade ein Dokument und dann entweder ich passe das und habe bereits alle Informationen oder ich weiß in meiner Applikationslogik, ich habe quasi dort eine Referenz auf ein anderes Dokument und lade dann das Dokument nach. Ja? Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, also quasi dieses Document Modeling, es ist halt, es geht einfach jetzt nicht zu weit auch in dieser Einführung, aber es gibt einige Mechanismen, wie quasi diese Dokumente modelliert werden können. Ganz klar ist aber auch, dass es doch anders ist als in relationalen Datenbanken. Ja? Also dadurch, dass wir ein verteiltes System sind und quasi wirklich den Fokus auf hohe Performance haben, müssen wir quasi gewisse Dinge, wie zum Beispiel Transaktionen, ja, dieses Locking, dieses systemübergreifende Locking oder auch Fremdschlüssel, bis zu einem gewissen Grad einfach der Client-Seite überlassen. Einfach, dass wir diese hohe Performance quasi halten können. Es gibt aber Dinge, wie wenn quasi aus der Java-Welt, Java Spring, wir programmieren zum Beispiel gerade Spring-Integration, die das dann fein übernimmt. Ja? Das heißt, ich modelliere dort meine Entities und das System darunter kümmert sich dann um das Laden der Entities. Ja? Also den Teil überlassen wir dann quasi, wenn man sich den Stack vorstellt, einer Schicht weiter hinauf. Ja? Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, wenn es noch Fragen gibt, ich habe jetzt meine E-Mail-Adresse eingeblendet, michael.nitsching@couchbase.com oder auf Twitter unter @daschl. Könnt ihr mich jederzeit anschreiben, wenn es Fragen gibt zur Architektur oder speziell zum Java-Client, zu diesen Dingen. Einfach mich anschreiben und ich versuche euch so gut wie möglich zu helfen. Noch einmal der Hinweis: Wir schicken morgen den Link aus zum aufgezeichneten Webinar. Die Folien gibt es natürlich auch mit dazu. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Hab mich gefreut und ich hoffe, euch in einem der nächsten Webinars über E-Mail oder auf Konferenzen mal wiederzusehen. Ja. Danke recht herzlich fürs Mitmachen.